Einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt mal wieder mit dabei sind und an die neuen, falls es da mal ein paar neue Leute gibt. Guten Abend. Michael Müller, Felix Schipo, Carsten, Sascha, Uwe Hütter, S.E., Enrique Herbst und Tatortreiniger. Wäre mal geil, wenn auch wirklich jemand Tatortreiniger ist. Möchte ne? aber auch keinen Job, den ich machen würde. So. Guten Abend, guten Abend. Ja. Homo Apien, Watze, Dr. El Ripo, Daniel, auch mal wieder am Start. Holger, Mann, oh Mann, und oh, that's good. That's good. Alles ist gut. Major Resistance. Oh je, yeah, oh yeah. je. Ja. Tja. Wir sind alle gespannt, was passiert. Wir haben hier schon wieder Hallo gesagt. Und dann. Erstmal wieder Schuhs gesagt. Ayemine, Ayemine, kommt von irgendwo eine Linie her? Sagt Bitcoin, ich kann nicht mehr. <laughs> direkt liken, ja, direkt liken. Wer hier nicht liked, der, äh, den kann ich auch direkt aus dem Stream werfen. Ja? Instant äh, Kick und Ban auf äh, Lifetime Ban. Ja? <laughs> Und äh, JambaSpar-Abo wird auch noch abgebucht. Also. Привет, einem wunderschönen guten Abend, ne? So. <laughs> Ich muss das auch mal zusammenschneiden für den Zweitkanal, Kanal, ne? Wirklich. Also, ich habe auch so viele andere Ideen, worauf ich Bock hätte und so weiter. Aber es ist das nervt ehrlich. Achtung, wenn wir das hier brechen, ne? Zwar kann das dann so ein Scamwick sein, so Bep bep ne, sowas hier. Aber wenn wir die Linie brechen, sprich, egal. Auch wenn wir nur einen 15 Minuten Kloster unter haben, haben wir bisher nicht gehabt. Dann geht das alle erstmal bis 38.240. Und hier kommt dann äh, Make it or break it, sag ich einfach mal. Ne? Schließen wir dann darunter. ja moin, war es das erstmal wieder mit der Linie. Aktuell. Ne? Wäre jetzt, wär jetzt nicht das Schlimmste, aber ähm, es wäre schon, wär schon lustig, wenn es dann wieder passiert. Warum heute so spät? Ganz einfach. Ich war mit meiner Frau und meiner Tochter den ganzen Nachmittag schwimmen und wir sind erst vor einer knappen Stunde wieder nach Hause gekommen. Kleine noch essen, eine gute Nachtgeschichte. ja, heier. Und deswegen ist das jetzt ein bisschen später geworden. Serat, auch wieder da. Mann, oh Mann. Bosch die ganz spannend wieder da. Was? Jo, geht. Benachrichtigungen funktionieren jetzt immer. Ist ja schon mal etwas. Sehr gerne, sehr gerne für die Analysen. Also, ähm... Leute, ich also, um das nochmal ganz kurz klarzustellen, wo ist denn unser ba, 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 Wo ist denn unser freiliegender Chart? Ja, moin, wieso ist die eine Linie hier nicht drin? Egal, das äh, geht ja relativ zügig. So um das nochmal ganz deutlich zu sagen und klarzustellen, wenn, wenn man so eine Linie bricht. Ja, und man bricht eine Widerstandslinie, die sehr, sehr lange ähm, Bestand gehabt hat, 1, 2, 3, 4 mal angelaufen, dann bedeutet das nicht, dass der Kurs von hier aus nach oben schießt. Es ist nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs die Richtung ändert, um das einfach nochmal ganz, ganz klar zu sagen. Das bedeutet nicht wirklich, wenn wir die Linie durchbrechen, dass wir dann sofort auf 80.000 schießen. 80.000 ja sowieso nicht, ist klar, aber ne, Leute, die dann immer sagen, ja, wir brechen die Linie und dann äh, gib, gib, geben wir hier Kniegas, es kann, es kann passieren, es kann passieren, keine Frage. Aber ähm, es ist nur, wie überall beim Trading, es ist nur eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Wenn wir hier durchbrechen, ist es wahrscheinlicher, dass wir weiter nach oben laufen. Aber es ist noch kein Muss. So, nochmal gerettet, sag ich einfach mal. Aber er, ähm, er beachtet sowas jetzt nicht so krass. Ne? Also das ist eine 15-Minuten-Chart, also von daher. Ich meine, auf eine stunden chart kann man das ganze auch erkennen, logischerweise. Auflagepunkte hier, die beiden Kerzen drüber geschossen, nochmal dran gewickt und dann ging es ab. Und seitdem auch keine Schuhenkerze drunter geschlossen. Aber wenn wir das Ganze natürlich brechen, sieht das jetzt erstmal nicht so günstig aus. Aber das ist auch hier wirklich noch ein ähm, Herumfummeln, sage ich einfach mal, ein Herumprobieren mit den neuen Trendlinien. Ne? Sonst haben wir die immer so angesetzt, da wären wir schon längst raus. Na, das ist ähm, ja, das ist noch was, woran wir eher arbeiten, was wie man das Ganze wirklich ansetzen und probieren sollte. Vielleicht ist das hier auch ähm, eher die Möglichkeit. Na? Die beiden Wicks müssen in irgendeiner Art und Weise verbunden wäre und ein dritter Auflagepunkt wäre schön. Den haben wir aber nicht. Na? Deswegen. Äh, puh. Muss man sich wahrscheinlich darunter noch eine Supportzone suchen. Und das ist ganz klar hier, 38.200 ungefähr. Wenn die dann auch nach unten bricht, sind wir wahrscheinlich erstmal wieder abwärts gerichtet. <laughs> Stream startet, das Niveau sinkt. <lacht> also, <lacht> herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal da sind. Willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Was geht, Leute? Was ist denn hier los? Bitcoin-Kurs aktuell plus minus null. <laughs> Im Endeffekt gar nichts gemacht seit heute Morgen. Seitwärts Bewegung ist das positiv. Ja, warum wir konsolidieren unter Widerstand und kriegen nicht. Sofort auf die Backen, sage ich einfach mal. Hier sind wir in die rote Linie gekommen, hier sind wir in die rote Linie gekommen und jetzt haben wir die rote Linie zumindest mal nach oben hin übersprungen, kommen aber an unsere, an unsere konservative Entry-Line und ja, halten uns jetzt hier aktuell noch in der Nähe auf. Ne? Wenn wir von hier runter trenden. Und einen Stundenclose haben unter 38.200, denke ich, dass es nochmal abwärts geht hier auf diese goldene Linie. Wäre das schlimm? Nein, wäre es nicht. Denn wir würden im Grunde genommen ein neues, höheres Hoch, ein neues, höheres Tief bilden. Achtung, ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief als das. Das hier ist nur minimal, ja, aber es ist ein höheres Hoch als das. Ein weites, höheres Tief und logischerweise ein höheres Hoch. Kommen wir hier hin, wäre das überhaupt nicht schlimm, solange wir von hier aus dann auch weiter hochziehen. Ne? Also selbst wenn wir wieder runter trenden, noch danach keine Panik. Die Panik kann von mir aus einsetzen ab 36.600, wenn wir das nach unten hin brechen, sieht das Ganze richtig beschissen aus das sagen wir einfach so wie es ist auf dem weg nach oben ja da müssen wir im grunde genommen gar nicht mehr viel so viel zu sagen es bleibt dabei es bleibt dabei dass wir ähm, die angesprochenen linien von gestern hier in diesem chart nach oben hin brechen Müssen. Er führt leider keinen Weg dran vorbei. Ihr seht das jetzt hier. Das sind diese Wicks. Die kann ich euch gerne nochmal einzeichnen. Da haben wir ebenfalls Auflagepunkte hier hinten. Tagesclose drunter, Tagesclose drunter. Einmal ganz kurz drüber. So. Und das ist hier. Achtung. Das ist direkt über der konservativen Entry Line. Wenn ich die breche, wenn ich die nach oben hin breche, dann, puh, ich nehme. Ja, ich nehme den Breakout. Wenn wir darüber schließen, nehme ich diesen Breakout. Ich warte nicht auf irgendwas, ich warte nicht auf einen Retest, sondern wenn wir darüber schließen, haue ich einen raus. Denn darauf warte ich jetzt im Grunde genommen schon sehr, sehr lange. Trenden wir dann von hier wieder, Achtung, unter diese Linie und unterschreiten. Also das wäre dann auch mein Stop-Loss. Und unterschreiten diesen Punkt, wie vorhin angesprochen, 38.200. Ziehen wir hier hoch und ich nehme den Breakout und wir gehen weiter, scheitern an Rot, kommen hier wieder runter und durchbrechen dann auch noch das hier. Stunden close na, ähm, unter der Marke von 38.200. Meine persönliche Meinung ist, dass es dann ein Fail, ein Fail Breakout war und wir noch weiter runterkommen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber ich werde den Breakout nehmen, wenn wir ihn kriegen. Falls ich ihn nicht verpenne. Wenn ich ihn verpenne, dann werde ich auch damit leben können. Denn dann ist im Endeffekt, ich sage jetzt nicht, dann ist nichts passiert. Aber ähm, <laughs> ich habe immer noch die Möglichkeit. Und das haben wir gestern oder heute Morgen, ich weiß es nicht mehr in den Videos durchgesprochen, dass der wirkliche, der wirkliche Make-It or Break It Punkt. Deutlich höher liegt als diese konservative Entry-Linie, denn die liegt hier ungefähr zwischen 43.000 und 44.000. Und da habe ich mit Sicherheit immer noch die Möglichkeit, einen sehr, sehr fetten Long Trade reinzuballern. Ihr seht auch jetzt weiterhin. Auf dem 4-Stunden-Chart, auf dem 1-Stunden-Chart ist es schon geswipt. Auf dem 2-Stunden-Chart ist es, selbst auf dem 2-Stunden-Chart ist das Ganze noch nicht. Ähm, geswippt, sage ich einfach mal. Auf dem 4-Stunden-Chart, der relativ wichtig ist, haben wir immer noch einen roten übergeordneten True Trend und einen grünen untergeordneten. Das bedeutet einfach hin, wir sind weiter überverkauft in einem abwärts gerichteten Markt. Das ist weiterhin nicht positiv, aber so ist es mal. Trotzdem werde ich den Breakout nehmen, wenn er hier kommt. Im Endeffekt gibt es dazu eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen zu Bitcoin. Ähm, wenn wir von hier runterziehen, 38.200 und dann dort das Ganze auch wirklich nach unten hin brechen, habe ich gerade gesagt. Also werden wir nochmal aufschlagen auf diese goldene Linie, solange die hält, ist das auch okay. Na? Und wir dann danach durchschießen und ein neues, höheres Hoch als dieses machen, das wäre auch noch okay. Brechen wir das. Oder, na, ich sag mal, aller, aller spätestens hier. 37.600. Alles klar, die Grund zur Panik darf wieder da sein. Denn wenn wir hier durchbrechen, ja, dann ist meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit 90%, dass wir nochmal hier ungefähr auf die 34.500 mindestens kommen, wenn ich sogar die Lows nochmal wiedersehe. Das wäre mit Sicherheit sehr, sehr schade. Aber das ist einfach die Situation, so wie sie sich jetzt gerade bietet. Ethereum. Übelst stark die ganzen letzten Tage. Ähm, keine Ahnung, ob da einer von euch einen Breakout genommen hat, ja oder nein, ich weiß es nicht. Es wäre natürlich sehr, sehr schön. Im Endeffekt haben wir gesagt, okay, ich habe der Marke 2625 würden wir das Ganze machen. Auf Stundenbasis haben wir nicht zurückgeguckt. Auf 15-Minuten-Basis äh, 2625. Hier, da haben wir Breakout-Retest weiter. Ne? Aber wer hat es genommen? Tja, ich nicht. Hier, nächste Mal. Das war 5 Minuten Basis. Ausbruch, Retest, weiter hoch. Wer hat's genommen? Ich nicht. Ne? Und von daher bin ich bei Ethereum immer noch nicht drin. Ist das schade? Ja. Habe ich bisher was verpasst? Ja. Kann ich damit leben? Ebenfalls ja, denn auch hier kommt die konservative Entry Line jetzt gerade noch nicht auf uns zu. Das ist jetzt erst eine weitere Linie, die wir auf dem Weg nach oben hin brechen müssen, um überhaupt in die Nähe unserer konservativen Entry Line zu kommen. Denn die verläuft, wie ich euch gestern schon gesagt habe, an einem Knotenpunkt bei ungefähr 3100. Jetzt gerade 3100 und 3200 und absteigend jeden Tag ein paar Punkte. Also von daher mache ich hier. Dann jetzt gerade auch nichts, aber selbstverständlich werde ich auch hier den Entry nehmen, wenn wir diese Linie nach oben hin brechen. Das haben wir bisher nicht gemacht, das verläuft jetzt aktuell 2817 und jeden Tag ein paar Pünktchen absteigend. Ich werde den Breakout nehmen ähm, und dann, weil hier so viel Resistance über uns ist, relativ zügig, wenn wir weiter hochziehen, mein Stop-Loss auch auf Break-Even setzen, wenn ich es kann. Aber. <laughs> Hier, ähm, ja, Grund zur Sorge ist im Endeffekt eigentlich erst, wenn wir ein neues, tieferes Tief machen. Ja, das wäre eigentlich erst hier unten, wenn wir mal unter die 2500 kommen. Das wäre selbstverständlich schlecht. Erste Anzeichen dafür wären, wenn wir diese leicht aufsteigende Linie brechen, werden wir aufschlagen auf 2700. Wenn die nicht hält, relativ viel, zügig zurück auf unsere ehemalige Resistance 2620. Tja. Und brechen wir die 2533, dann wird es von hier wahrscheinlich nicht so viel halten geben. Denn wir haben diese Linie hier nach unten hin dann gebrochen, die uns hier unterstützt hat. Nachdem wir hier die 2530 gebrochen haben, die haben wir jetzt hier nicht mehr als Unterstützung. Von daher wird es wahrscheinlich von hier direkt auf die 2400 gehen. Aber ne, malen wir den Teufel mal nicht an der Wand. Hoffen wir, dass es von hier weiter aufwärts geht. Jetzt gerade haben wir hier auf 1-Stunden-Basis mal wieder eine Überschneidung des True Trends, erquatscht des RSI. Die goldene Linie ist in dem Fall über die lilanen Linie gelandet. Das ist. Ja, nicht so ein super positives Zeichen. Ihr seht, danach gab es immer eine fette rote Kerze. Eine fette rote Kerze ist das hier passiert. Und hier ist es jetzt auch nochmal passiert. Ja, solange wir nur eine dicke rote Kerze kriegen, ist das nicht so schlimm, aber kriegen wir ein paar hintereinander. Ja, dann sieht das Ganze erstmal wieder nicht so günstig aus. Auch bei Ethereum werde ich den Breakout nehmen. Am liebsten natürlich, wenn wir von hier hoch schießen. Und gleichzeitig das hier rausnehmen. Ein bisschen ein höheres Hoch machen, dann wäre das ein Träumchen. 2820 haben wir gerade schon drüber gesprochen. Litecoin 113. Und hier habe ich euch gesagt, guck mal, wie wichtig die Marke ist. Das ist 114,50. Grob 150 kommen wir da drüber. Und dann werde ich auch hier mal wieder eine Posi einnehmen. Bisher leider noch nicht passiert. Auf 1-Stunden-Basis mittlerweile. 1, 2, 3, wir sind in der vierten Stunde, wo wir jetzt gerade scheitern an dieser Linie. Und von daher bin ich noch nicht in diesem Trade und von daher mache ich auch hier weiterhin nichts. Der übergeordnete Trend würde brechen, wenn wir diese ähm, aufsteigende Linie nach unten hindurchstoßen. Na, das wäre dann auch gleichzeitig wieder das Verlieren der Marke von 111 ungefähr. Und dann würden wir wahrscheinlich zurückkommen auf die 108 Dollar und 50. Aber auch hier, wie bei Bitcoin, wie bei Ethereum, werde ich nicht darauf warten, dass wir ausbrechen und dann irgendetwas retesten, sondern sobald wir einen 1-Stunden-Close über der 115 haben, bin ich erstmal dabei und dann gucke ich mir oder muss ich mir das Ganze angucken, wie schnell es aufwärts geht, ob es aufwärts geht und wie zügig ich dann meinen Stop-Loss auf Break-Even setzen kann. Die Ziele zur Unterseite brauchen wir, glaube ich, nicht Durchsprechen. Ne? Bei XP kommen wir in, eine, na ja, in ein gutes Gefilde. Da haben wir erst gesagt: Okay, wir warten auf die 64 Cent. Das macht jetzt meiner Meinung nach keinen Absolut keinen Sinn mehr, denn ihr seht, wo soll ich denn hier wirklich etwas ansetzen? 64 Cent, dann habe ich nächste fette Resistance bei 65 Cent und gleichzeitig eine diagonal absteigende Linie. Das macht null Sinn mehr, das ist Quark und von daher müssen wir jetzt warten auf die. 65 Cent. Durchbrechen wir die 65 Cent. Ihr seht, das ist eine richtig, richtig dicke ähm, Linie, eine richtig, richtig dicke Resistance. sage ich einfach mal. Die war zu äh, Widerstand. Seitdem wir abgeschmiert, abgeschmiert. Das hier ist Widerstand. Das hier ist Widerstand. Und es wird hier Widerstand und es ist ein Knotenpunkt. Durchbrechen wir das Ganze nach oben. Ich warte nicht auf den Retest. Ich bin auch. Erstmal direkt dabei und guckt mir an, auch hier, wie schnell ich meinen Stop-Loss auf Break-Even setzen kann, um ja möglichen, möglichen Gefahren aus dem Weg zu geben, sage ich einfach mal. Auf 1-Stunden-Basis ist das Ganze auch relativ gut ersichtlich. Jetzt sage ich einfach mal, denn wir haben neue tiefe Auflagepunkte, durchbrechen wir das hier nach unten. Das ist die Marke aktuell verlaufend bei 61,8 Cent. Schlagen wir ja, wahrscheinlich in 15 Minuten auf, auf der Marke von 61 Cent brechen die 60 Cent und halten die nicht. Wahrscheinlich 58 oder 55 Cent. Darauf würde ich mal achten. Bei ähm, ja, über Cardano brauchen wir im Grunde genommen nicht reden. Wir bewegen uns seitwärts, solange es dabei bleibt. Arschlecken machen wir auch gar nichts. Hier ist der Make-it or Break it Punkt. Oder der, an dem ich eine erneute Position eröffne und nicht auf den Retest warte, die Marke von 1 ,13 Dollar 13 chain 1,5% im Plus, auch hier. Schicken wir uns an, in die Richtung, in die richtige Richtung zu laufen. Und das ist hier die Marke von 5,6 Cent. Na, wenn wir das Ganze nach oben hinbrechen, sieht das Ganze natürlich auch sehr sehr nett aus. Hier haben wir eine traumhafte, wirklich eine traumhafte Linie. Mehr oder anders kann man diese nicht beschreiben. Schließen wir da drunter, ähm, ist das erstmal natürlich ungünstig. Sage ich einfach mal. Moment, Verbindung unterbrochen. Arschus, Leckus. So, na, durchbrechen wir diese Linie nach unten. Ist das mit Sicherheit nicht günstig. Wir haben danach noch eine kleine noch eine kleine horizontale Supportlinie. Das seht ihr hier ungefähr. Das war hier Widerstand. Hier ist es Support. Ne? Und dann dann könnte uns das halten. Glaube ich nicht dran. Ich denke, wenn wir die Linie nach unten hinbrechen, werden wir nochmal auf der Marke von 5,24 Cent aufschlagen. Das ist diese lila eine Linie. Und wenn die nicht hält, zurück auf die 5 Cent. Achtung. Solana. Jedes Mal. Haben wir oder wir haben lange darüber gesprochen, wann ist denn hier was möglich? Es war der Ausbruch über den Kanal. Es war der Ausbruch über den Kanal. Hier war das Ganze möglich. Haben wir einen Retest gesehen? Nein, zumindest nicht auf 4-Stunden-Basis. Kann er gerne noch mal runtergehen. Auf 1-Stunden-Basis haben wir das hier ebenfalls nicht gesehen. Dafür an der roten Linie hier war das Ganze möglich. Ich weiß nicht, ob es irgendwer gemacht hat, ob da irgendwer reingegangen ist, aber ihr seht es ja hier auch das im Grunde genommen nicht aufzeichnen, denn es war ein Ausbruch bis hier, ein Ausbruch, ein Retest und diese grüne Kerze war im Grunde der Follow, denn wir haben höher geschlossen als diese beiden Kerzen, nochmal runtergekommen, nochmal die rote Linie bestätigt, nochmal hochgezogen, hier war es nochmal möglich bei 157 und dann sind wir hochgezogen bis zu 113 Dollar kommen jetzt gerade runter und bleiben hoffentlich darüber und bleiben hoffentlich darüber und bestätigen das Ganze als Support und ziehen dann wieder hoch von hier. Und wenn wir eine heute Kerze hier schließen, über der Marke von 113.20 ist wieder ein Lohn möglich in Richtung Norden bei Solana. Solana sieht jetzt, nachdem wir aber auch ganz, 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 ganz heftig kassiert haben, sieht Solana mal ein bisschen besser aus. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Hoffen wir, dass wir jetzt hier nicht weiter abschmieren. Ja, wir sind sehr, sehr gut gelaufen die letzten Tage. Das sind immerhin... 6 26 Prozent in anderthalb Tagen. Das ist sehr, sehr heftig. Da dürfen wir auch mal gerne ein bisschen zurückkommen. Die Frage ist natürlich nur, wohin und ab wann gibt es wieder Grund zur Sorge. Meine Meinung: Wenn wir von hier aus noch mal runterkommen würden, ja, entweder auf diese Linie oder auf, oder auf die rote hier wäre das Ganze nicht so schlimm, denn es wäre weiterhin ein Aufwärtstrend, sage ich einfach mal. Ne? Und das wäre noch okay. Durchbrechen wir hier äh, ganz, ganz schlimm die Marke von 102 nochmal nach unten. Ja, dann ist alles Arsch. Und dann muss man definitiv aller, aller spätestens diesen Trade verlassen. Kommen wir also zu unserem neuen Kunden. Ne? Ja, moin, Link. Ja, Chainlink. Ja, wie sieht es denn aus bei dir? Ja, so lala. Ich mache mich bereit. Ich konsolidiere unter Widerstand, Mario. Ist alles okay soweit? Musst dir keine Sorgen machen. Du darfst die Linie auch jetzt leicht verändern. Nämlich ungefähr so, damit du hier nicht aus dem Track gekickelt wirst. Ja, das ist sehr nett. Gut, dann sag uns doch mal, was als nächstes hier passieren kann und was, ja, wo hier wirklich die Punkte liegen, wo man das Ganze dann auch wieder positiv betrachten könnte. Also, wir sind hochgekommen an Rot, an unser ehemaliges Triangle. Abgeschreckt. Nochmal, abgeschreckt. Es bleibt dabei. Ich kann hier keine Trade eingehen, bevor ich nicht wirklich auch die untere Linie unseres ehemaligen, super fetten Triangles nach oben hin oder bevor ich da nicht wieder reingekommen bin. Das macht keinen Sinn. Und dieses Triangle war extrem wichtig. Es hätte einen mega Breakout gehabt. Wenn wir es nach oben gebrochen haben. Wir haben es nach unten gebrochen. Das war sehr, sehr schade. Wir haben von da aus nicht so viele. Äh, was heißt nicht so viele? Wir haben von da aus immerhin auch nochmal 25% verloren. Aber wenn das Ganze zur Oberseite gebrochen hätte, ja, da hätten sich natürlich alle sehr, sehr gefreut. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal zurückerobern. Diese goldene Linie verläuft bei 18 Dollar. Vorher mache ich hier gar nichts. Wenn wir über die 18 Dollar kommen. Ja, ich nehme. Den Breakout auch hier und versuche danach relativ zügig und ich hoffe, dass wir danach erstmal relativ heftig in Richtung Norden steigen. Denn ihr seht hier auf 1 Stunden Basis, wenn wir da hingehen, da ist nicht wirklich viel. Das ist diese Linie, diese goldene, ungefähr verlaufend hier damals bei 17,20 Dollar. Jetzt natürlich leicht aufsteigend. Und ihr seht, das ist eine 1 Stunden Kerze. Eine 1 Stunden Kerze bis 18,70 Dollar. Das heißt, wenn wir das hier brechen, kann das sehr, sehr zügig in Richtung dieser Linie gehen. Nee, gar nicht wahr. In Richtung der gerade angesprochenen 18,70 Dollar und danach in Richtung 19 Dollar. Dort versuche ich dann meinen Entry auf Break-Even zu setzen und hoffe, dass wir weiter hochziehen bei LINK. So, das war's. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gerne einen Like-Button drücken oder einen Kommentar da lassen. Ansonsten würde ich sagen, ja, alles klar. Yo, tschüss! So. So, Superchat kam da irgendwie rein, habe ich gelesen. Wo ist er denn? Wo, wer wieso? Carsten, 19,99 Hey Mario, deine Meinung zum Broker Plus 500. Vielleicht mal eine Meinung dazu. Leider nur Hebel Trading. Bin verunsichert als Hotler Neuland. Jo, welcher? Habe ich Ahnung davon? Nö. Habe ich schon mal was bei, bei Plus 500 gemacht? Nö. Kann ich dir wirklich ähm, keinen Tipp geben? Und das tut mir total leid, auch äh, für, die, für die fette Spende äh, riesen, riesen Dank dafür. Du weißt, das alles geht an die Kinder und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Kann ich dir einen Tipp geben zu Plus 500? Nein, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Mein Broker ist und bleibt FXCM. Da bin ich, da bin ich zufrieden. Ähm, ne? Und von daher, äh, ja, habe ich auch keine Anstalten, das zu ändern. Und ich kann mich da gerne für dich einlesen, wenn du möchtest, und dann kann ich dir was dazu sagen, wenn du möchtest. Aber jetzt aktuell kann ich dir da leider keinen Tipp zugeben. Und vielen, vielen Dank nochmal für die 19,99. Ich weiß, ich spende es sehr, sehr oft, ob es große Sachen sind oder kleine Sachen. Ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar. Hey Serus, Mario, wie geht's? Wie steht's? Oh. Im Moment steht nichts, aber soweit. Alles äh, bestens. Ne? Noch nichts eingefangen, aber wird irgendwann kommen, denke ich mal. So. Ja, ich, ich kann das auch verstehen. Ne? Ich meine, wer hätte nicht gerne solche Coronas wie ich? Also, ne? darf man auch drüber reden. Das ist auch kein Thema. Ne? Solange das äh, überhalb der Gürtellinie bleibt, können wir das gerne machen. Aber ähm, ich, ich kann das verstehen, dass die Leute darüber reden. Ja? Vielleicht äh, sollte man vielleicht auch einen eigenen YouTube-Kanal darüber machen. Das ist vielleicht auch äh, noch, ja, könnte sich lohnen. Sage ich einfach mal so. Ja? Es gibt keine Mods. Ich bin der äh, Laberer, ich bin der Moderator und ich bin auch der Administrator. Hey Mario, was ist eigentlich der Grund, warum du die Allcoins ausgewählt hast, die du ausgewählt hast? Äh, gibt es dafür einen Grund? Es gab den Grund, klar, Bitcoin ist der größte, den muss ich nicht machen. Also ne, Allcoins, Litecoin, weil ich den selber oft gehandelt habe. XRP, weil er einer der besten Größten ist, sage ich einfach mal. Cardano, weil sich einfach sehr, sehr viele Leute für VeChain und Solana auch noch interessieren. Deswegen habe ich sie ausgewählt. Es gibt keinen bestimmten Grund dazu, aber es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, wie jeden Morgen ins Allcoin-Video zu gehen und zu sagen, hey Mario, mach doch mal nichts. Morgen ähm, ne? den und den Coin, wie viel Prozent setzt du den Stop Loss ins Minus? Ähm, ich setze den. Es, es sind nicht die Prozente, die mich interessieren, wie viel ich den Stop Loss ins Minus setze, sondern eine Marke, eine Linie, die mir sagt, dass hier möglicherweise dann etwas nicht stimmt. Und das habe ich euch gerade gesagt. Wenn ich hier drüber schieße, ne? dann habe ich ja auf zwei, auf vier Stunden Basis. Diese Linie, die uns jetzt sehr, sehr oft supportet hat. Ihr seht das, dass das Widerstand ist. Das war Widerstand. Das ist Widerstand. Das ist Support. Ein Schluss somit unter der 38.200 bedeutet einfach nur, dass wir diesen ähm, Support aktuell ebenfalls gebrochen haben. Das heißt, es kommt mir nicht darauf an, wie weit dieser Stop-Loss ist. Klar, der sollte jetzt keine 15% sein. Aber wenn ich diese Marke wieder nach unten hin durchbreche ne, und ich sage mal, ich nehme den Breakout-Punkt, egal wo er jetzt kommt, sage ich einfach mal hier, dann ist das Ganze, ja, ne, sage ich mal so, 3% entfernt. Entscheiden kann das jeder selbstverständlich für sich. Aber äh, für mich ist das dann einfach so, okay, wenn wir das Ganze nach unten hin hier wieder brechen und wir kommen auch hier dann logischerweise wieder rein, ist das bescheiden. Und deswegen habe ich dort meinen Surplus. Ähm, so. Ich hoffe, ihr seid alle damit im Reinen, dass ich Shiba rausgeworfen habe und dafür Link mit reingenommen habe. Es war einfach irgendwie so, ähm, dass uns das letzter Zeit irgendwie, glaube ich, gut auf den Sack ging, dass keiner wirklich Bock hatte auf Shiba und sowieso nicht so wirklich das passiert und der Coin auch nicht so der geilste ist, sage ich einfach mal, und alle den irgendwann nur gehypt haben, als, ja, als Elon ihn gehypt hat und deswegen äh, habe ich ihn einfach rausgeschmissen. Ich denke, das, das ist okay und ihr seid da alle um, ihr seid da ja alle mit klar. Ey, Daniel, kommt hier ne? Es gibt ja jetzt hier nicht so viel, ähm, nicht so viel zu labern, aber äh, so, so ein bisschen Attitude, also, also so ein bisschen äh, Contenance sollte hier noch walten, ne? Mit äh, den Kraftausdrücken, Leute. Peter Petermann, was hältst du von Benjamin Cohn beziehungsweise Modellen? Also ähm, <laughs> sind wir mal ganz ehrlich: Benjamin Cohn ist der äh, Sheldon Cooper der der Kryptoszene. Sage ich einfach mal so und das ist nicht böse gemeint. Er ist ein kompletter Nerd, aber er macht vernünftigen K Content ohne FOMO. Die Analysen, die er macht und alles, was er bis jetzt gesagt hat, hat Hand und Fuß. Mehr kann man dazu nicht sagen, mehr ist dazu nicht zu sagen. Meiner Meinung nach einer der Besten und einer, der die Abos in der Höhe, wie er sie hat, vollkommen verdient hat. Es gibt keine Werbung auf seinem Kanal, äh, äh, außer die unten in der Videobeschreibung. Ne? Ansonsten habe ich noch kein äh, Video mit Werbung gesehen. Also ganz ehrlich, einer der Besten. Einer der Besten. So, ähm. Ach so. Es gibt noch eine Sache, die ich euch nicht äh, vorenthalten wollte. Und zwar folgendes: Jeder sagt immer, ja, Mario Werbung, bla bla bla, und hier und da. Und ich sehe viele andere Krypto-YouTuber, die machen dann, die schalten dann auf ihren YouTube-Kanalen Werbung für, was weiß ich, ne, für. Für irgendeinen Coin oder was weiß ich und du machst das nicht und hier und da ja habt ihr recht warum mache ich das nicht nicht weil ich keinen Bock habe mehr Geld zu verdienen sondern weil ich mit der Sache die ich machen möchte nicht unbedingt Geld verdienen will sondern weil weil ich den fanden verloren habe nein weil mir das wichtiger ist, dass die Leute etwas lernen, als wenn ich die zuballer mit irgendeiner Werbung. Wird irgendwann ein Link kommen? Wahrscheinlich. Aber ähm, ich habe heute, und das zeige ich euch jetzt, das sind immer offizielle Anfragen. Die E-Mail-Adressen dabei, ja, die sind Humbug. Das ist ein vollkommener Quatsch. Aber wenn du dich mit den Leuten unterhältst und ich mache das einfach ab und zu zum Spaß, nur um zu gucken, ähm, wie, wie äh, welches, welchen Value der Kanal hat, sage ich einfach mal. Ähm, daran werdet ihr sehen, wie viel Leute verdienen, wenn sie Werbung machen. Und wir haben gestern, wir haben Achtung, wir haben gestern über diesen Coin gesprochen. Ich äh, suche ihn jetzt eben kurz raus. Da ist er. X Infinity. Ja, Axi Infinity, haben wir gestern drüber gesprochen, haben wir gestern eine Chartanalyse gemacht und heute kriege ich per E-Mail eine Promotion-Anfrage dazu. Die Promotion-Anfrage zu ähm, X Infinity bedeutet: Mach doch bitte ein Video, wo du das Spiel vorstellst, sagst, wie man mit dem Spiel Geld verdienen kann. Dafür bekommst du eine fixe Provision. Achtung. Von 1.300 Dollar. 1.300 Dollar nur dafür, dass ich das Video mache. Und eine 18-prozentige Provision von allem, was die Leute über mich kaufen, bestellen, erwirtschaften, bla bla bla. Also, eine, das ist krank. Wenn man sich das mal vorstellt, ich mache ein 5-Minuten-Video, kassiere dafür 1300 Dollar und 20% für jeden Einzelnen, der sich anmeldet, für jede Sache, die dort äh, verdient wird, für jede Sache, der, wo die Gebühren abgehen und bla bla bla. Das, ne, also. Ähm, äh, das ist, das ist sehr, sehr heftig, aber ähm, ich versuche da mit euch auch sehr, sehr transparent zu sein. Ich habe mich mit dem Projekt nicht auseinandergesetzt. Ich kann nicht gar sagen, ob es gut ist, ob es scheiße ist. Deswegen mache ich keine Werbung dafür. Aber ähm, es, es ist schon sehr, sehr krass, welches, welches Geld in diesem Markt drin ist, wo dann äh, ja, wo dir was angeboten wird. Ja? Und das jetzt mal wieder bei so einem kleinen Fisch wie mir. Und wenn ihr auf YouTube kit und X Infinity sucht, dann seht ihr auch, wie viele oder welche deutschen YouTuber da schon mal Werbung für gemacht haben. Und dann seht ihr auch, ähm, ja, oder an dem, was ich euch jetzt gezeigt habe, seht ihr, was die dafür kriegen und ja, ob das Ganze seriös ist, ja oder nein, und wie käuflich die ganze Szene wirklich ist. Ver, ähm, verurteile ich das? Nein. Na, wird da irgendwann vielleicht, wenn ein tolles Projekt auf mich zukommt, werde ich dann auch mal sowas machen. Ja, aber ich werde das genauso kommunizieren wie jetzt und es ist schon sehr sehr krass. So. Ich glaube, wir haben soweit auch alles gecovert, alles besprochen, was es vor heute zu besprechen gibt. Wir können gleich noch mal ganz kurz über die Märkte drüber gehen, was da so ähm, ja, was da so abgeht und dann mal keiner. <laughs> 扑啊，扑啊，扑啊。 Sascha Marke, bis morgen, hau einen schönen Abend noch. Also, äh, gehen wir mal ganz, werfen wir noch einen ganz kurzen Blick über die Märkte. Ne? Alle Linien hier bitte einfach ausblenden. Wichtige Linie. Ähm, eben DAX 30 ist DAX 40 heißt ja mittlerweile. Die goldene absteigende Linie, bla bla bla. Ne? Dann bricht man die nach oben, alles klar, sieht das Ganze erstmal richtig gut aus. Danach fehlt nur noch grün. 15.700. Dann. Weiter aufwärts. Dow Jones macht sich auf den Weg. Da gibt es eigentlich nichts viel zu sagen. Ich glaube, dass wir von hier aus einfach weiter hochziehen werden. Bis auch hier an die konservative Entry Line 35.500. Äh, 35, NASDAQ. NASDAQ ne, macht sich auch auf den Weg, sage ich einfach mal. Wir haben hier das Ganze herausgenommen ne, und retesten das Ganze jetzt. Halten uns unterhalb dieser Linie auf. Auch erstmal positiv. Wenn wir da wieder hochziehen, scheint das alles auch. In trockenen Tüchern zu sein. Beachtet dabei bitte die rote Entry, die rote Entry Line, die rote Support Linie, wenn wir die nach unten brechen, kann das durchaus sein, dass wir nochmal zu runterkommen auf 14.650. Wäre dann natürlich erstmal vorerst nicht so lustig. Achtung, Russell 2000 hat eine, hat eine, wir haben hier mehrere, hat eine der konservativen Entry-Line gebrochen. Achtung, hier. Auflagepunkt, Auflagepunkt. 2, 4. 5. Und jetzt Numero 6. Auf vier Stunden Basis gebrochen. Retest. Weiter hoch. Russell 2000. Long ab 2045 in Richtung Norden. Und dann sieht das Ganze auch wieder vernünftig aus. Ihr seht, was das für eine harte Resistance ist, an der wir uns jetzt auch noch gerade hier aufhören, Resistance, Resistance, Resistance. Und jetzt ebenfalls noch ziehen wir da drüber. Boom. Kann das auch hier mal schnell einen Push in Richtung 9 geben. Das wäre sehr, sehr schön. Und der Spider SPX, der macht, äh, ja, ne, schickt sich auch. Ne? Wir haben den Kanal verlassen, das habe ich euch gesagt. Dann weiter hochgezogen, weiter, 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 weiter. In kleinen Schritten ähm, folgen wir hier wirklich weiter hoch. Und hier haben wir im Endeffekt den wirklichen äh, guten. Punkt 2000 4550. Das ist Widerstand. Support. Widerstand oder in dem Fall na, Support gehalten. Und das ist jetzt hier dann auch Widerstand. Und dann kommen wir gleichzeitig hier dann in diese rote Linie. Sage ich einfach mal, das ist ein bisschen Co-Influence, wenn wir das nach oben hinbrechen. Sieht das in Richtung all time heißt auch mal wieder nicht so schnell aus. Triple Qs machen und sich auch auf den Weg hier. Sind wir ausgebrochen, 3000, 3000, Junge. 361 ungefähr. Retesten das Ganze, ziehen wir hier auch wieder hoch. Auf die 365 sieht das Ganze auch relativ gut aus. Also Sorgen mache ich mir jetzt gerade um die Märkte nicht. Bitte. Bitte beachtet, dass wir aber jetzt unter der Woche noch wichtige Sachen haben. Morgen EZB, bla bla bla. Na, heute hatten wir noch Michael Saylor, hat da irgendeiner reingeguckt, ich nicht schon über mein Haupt. Ähm, Morgen haben wir EZB. Verbraucherpreisindex, auch erstmal sehr wichtig. Ne? Inflationsdaten, Euro-Raum und dann. Wo ist es denn? EZB. Ich hole was. Erst am, am Donnerstag. Weiß ich nicht mehr ganz genau. was wir mal drauf gucken. Dienstag, Mittwoch. Warte mal gerade. Donnerstag. Euro Einkaufsmanager-Index ist auch noch interessant. Erzeugerpreisindex. hier haben wir noch was. Und wo war, wo, denn, wo war denn die Zinssätze? Achtung, super super wichtig. 13:45 Uhr am Donnerstag. Das könnte dann auch noch mal ne? Zinsentscheidung EZB. Achtung, wenn wir hier auch noch mal äh, richtig Scheiße reinkriegen und dann okay haben wir am gleichen Tag sogar noch eine Dreiviertelstunde später Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Ne? Also, das ist wirklich nochmal ähm, heftig mal sehen. Ich, ich gehe fast davon aus, dass wir bis zu diesen Entscheidungen in wichtige Trendlinien kommen. Das heißt, von hier, sage ich mal, ungefähr auf die, die 4600. Dass, dass der Russell 2000 hier zwar äh, nochmal ordentlich pusht, sage ich mal einfach, aber hier wie auch ungefähr bei 2000. 70, das ist dann diese Trendlinie. Kommen ne? und so seht ihr wieder, dass viele, viele Sachen immer in Co-Influenz sind. Ähm, Resistance: Wir haben scheiß Event, Supportlinie, linie Bla bla bla. Alles wieder okay. Ne? Mal sehen, wie das Ganze dann wird. Jetzt gerade sehen die Märkte gut aus. Jetzt gerade sind die Märkte alle long und von daher kein Grund zur Sorge. Ich bin nur gespannt was dort wirklich besprochen wird. Aber wir sind jetzt erstmal bei Bitcoin Co. Warten, was hier passiert. Also im Endeffekt nicht viel. Alles wurde besprochen. Alles wurde bequatscht. Und ich wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Dienstagabend. Macht noch was Tolles, was Nettes. Wir haben gestern es nicht geschafft, den neuen Bond zu gucken. Von daher werden wir das heute vielleicht nachholen. Oder auch nicht. Weiß ich noch nicht genau. Aber... Wir werden das Ganze dann mit Sicherheit einem anderen Tag machen. Ich danke euch allen, dass ihr wieder da gewesen seid für eure Freundlichkeit, für eure ähm, ja, ne? Bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe euch alle lieb, egal wer von euch. Schön, dass ihr alle da seid. Und sehr hart auch natürlich an dich. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass es deinem Kind auch bald besser geht. Das ist sowieso das Wichtigste. Ich war heute den ganzen Tag mit meiner Frau und meiner Tochter schwimmen. Es gibt nichts Besseres. Ich habe die Kurse komplett vergessen. Ich hatte mein Handy nicht mehr mit. Ich hatte keine Ahnung, wo der Bitcoin-Kurs steht. Und solch ich äh, was sagen. Es war mir scheißegal. Es war mir wirklich scheißegal, ob wir ausgebrochen sind oder nicht oder ja oder was weiß ich. Es war. Du vergisst einfach alles. Scheiß doch drauf. Ne? DCA wahrscheinlich sowieso das Beste. Dollar cost Average immer ein bisschen investieren und in zehn Jahren sieht euer Portfolio hammermäßig aus. Alles ist okay. Also ne? genießt die freie Zeit. Genießt die Zeit mit Frau und Kindern. Das ist so so wichtig. Alles andere ist doch für den Arsch auch. Wenn sich jetzt hier ein paar Euros verdienen lassen können. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Dienstagabend. Wir sehen uns morgen früh, wie immer, zu den Updates. Wir haben morgen ähm, Mittwoch. Von daher gibt es auch wieder ein Marktupdate. Und ja. Na, dann sage ich einfach einen schönen Abend und bis morgen früh. Zu den